Die Jugendgespräche sind ein Austausch zwischen Jugendlichen, aber auch zwischen Jugendlichen und Entscheidungsträgerinnen. Und als Thema haben wir uns gegeben Arbeit, weil es einfach ein Themenfeld ist, wo sich Jugendliche bald orientieren werden müssen und das eh schon tun. Arbeit bedeutet für mich, ja, im Prinzip ist es für mich eigentlich nur eine Sache, die man regelmäßig tut. Ob es jetzt bezahlt ist oder unbezahlt, das ist eine andere Sache. Dass man irgendwas macht, was nicht sein Hobby ist, was man nicht für sich selbst macht, was teilweise was sein kann, was man eigentlich nicht so gern macht, aber man macht es eben, weil man irgendwem anderen was Gutes tut. Wenn man Geld erschafft, dann ist es Arbeit. Na, ich will erreichen, dass die Politikerinnen und Politiker und die Interessensvertreter, die auch da sind, oder die Vertreter von großen Unternehmen, hören, was denken junge Menschen, wenn sie an einem Wochenende beisammen waren und sich über die Arbeit unterhalten haben oder über die zukünftige Arbeitswelt unterhalten haben, dass sie das mitnehmen und einfach in ihre weiteren Überlegungen einfließen lassen. Was sind die Sehnsüchte? Was sind ihre Visionen? Man sitzt gemeinsam an einem Tisch und redet mit denen. Die Branche, die am meisten pumpt, ist die Leiharbeitsbranche. Und Leiharbeit ist für mich das Sklaventum des 21. Jahrhunderts. Dass man dann doch irgendwie Einblicke kriegt, wenn man das jetzt unter Umständen länger machen würde, ich glaube, da würde was zusammenkommen. Junge Menschen einzubeziehen in Diskussionen oder Mitbestimmung, das ist wirklich nicht einfach, weil einfach so viele verschiedene Realitäten aufeinanderstoßen. Und das ist jetzt auch ein bisschen ein Pilotprojekt gewesen, mit allen Chancen und Risiken und ich denke mir auch mit allen Höhen und Tiefen. Aber in Summe bin ich sehr zufrieden. Insgesamt war das auf jeden Fall ein erfolgreiches Wochenende und ich bin nächstes Jahr wieder dabei.